Also ich habe mich damals umgeschaut, was es halt vielleicht hier noch geben wird oder so. Ich war jetzt noch nicht so zielorientiert und habe halt einfach geguckt, was wird vielleicht noch in 10, 20 Jahren da sein. Und dann habe ich mich, glaube ich, irgendwie fürs Wasser entschieden. Also bin zur LWG gegangen. Hallo, also ich bin Erik Matzke und ich bin 20 Jahre alt, mache eine Ausbildung bei der LWG als Anlagenmechaniker und wir sind hier im Prinzip verantwortlich für die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und die Entsorgung von eurem Abwasser. Ja, ich bin Karl Wandke, 21 Jahre alt und lerne auch den Beruf des Anlagenmechanikers und werde auch über die LWG ausgebildet. Ja, wenn wir zum Beispiel auf der Kläranlage sind, müssen wir alle Werte überwachen, die uns die Sensoren so bieten und allgemein auch die Funktionstüchtigkeit der Anlage, da wir eben bestimmte Richtwerte einzuhalten haben, bevor wir das Wasser, das geklärte Abwasser wieder in die Spree einleiten dürfen. Und deswegen können wir hier überall gucken, wie es so um die Anlage steht. Ja, und im Wasserwerk, da fördern wir ja natürlich Wasser, also kümmern uns um die ganzen Anlagen, betreuen die halt auch und können halt auf diesen Monitoren zugucken, wie halt die Werte halt laufen, also wie viel Wasser wir fördern, wie viel wir ins Netz einspeisen. Und dann muss man natürlich auch einen Rundgang über die Anlage machen, halt einfach um zu gucken, ob alles noch da ist, ob jede Maschine läuft. Und da gibt es halt auch natürlich manchmal die Situation, dass man auf den Wasserturm darf, weil da ja auch kontrolliert werden muss. Und dann kann man halt natürlich auch mal die Aussicht genießen. Ja, Schweißen ist auch mal eine ganz interessante Sache, macht auf jeden Fall Spaß, muss man auch üben, ist keine Sache, die man am ersten Tag perfektionieren könnte. Und zum Schweißen muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen, das lernen wir ja auch alles im Schweißerlehrgang, also das ist jetzt nicht so, dass man sich das jetzt selbst beibringen muss, sondern dass man halt einfach das beigebracht bekommt und am Ende ist es dann vielleicht auch wie ein automatischer Abgang, also den man halt einfach abliefert und dann hat man das schon so ein bisschen in den Fingern drin. Was macht euch denn am meisten Spaß an eurer Ausbildung? Ich denke, am meisten Spaß macht uns wirklich das Miteinander mit den Kollegen, mit den Freunden, die man auch so gewonnen hat. Sonst gibt es auch Arbeiten zum Beispiel bei der Brain. Da bekalken wir die Seen und müssen mit den Booten fahren. Ja, ich glaube auch ganz besonders Spaß hier, weil in der Ausbildungsstätte ist es vielleicht auch mit den Maschinen zu arbeiten, dass man halt sieht, was man halt am Tag anfängt und dann am Ende des Tages beendet und halt dann auch sieht, dass es halt irgendwo einen Verwendungszweck hat und dass es dann einen eigentlich auch stolz macht, was man halt gemacht hat und seine Arbeit sich halt selbst angucken kann, was man am Tag geleistet hat. Ich fand den Tag heute sehr spannend und auch sehr informativ und war auch überrascht, wie vielfältig der Beruf des Anlagenmechanikers ist. Und dadurch, dass die eben auch sehr gute Übernahmechancen haben, wie ich gehört habe, ist es sowieso empfehlenswert, da man dort eben etwas macht, wo man auch gleich im Anschluss eine Zukunft hat.